Im Jahr 2019 hat jemand von meinem Tinder-Profil unerlaubt einen Screenshot gemacht. Das führte dazu, dass mein Kommandeur die Absicht hatte, mich eigentlich direkt von meinem Dienstposten als Bataillonskommandeurin abzulösen. Auch unser Privatleben muss durch den Eingriff unseres Arbeitgebers geschützt werden. Und dazu brauche ich eure Unterstützung. Mein Name ist Anastasia Biefang. Ich bin 48 Jahre alt und Bundeswehroffizierin. Es hat alles damit angefangen, dass irgendjemand einen Screenshot meines Tinder-Profils gemacht hat. Und dieser fand sehr schnell im Jahr 2019 seinen Weg durch die Bundeswehr. Dieser Screenshot landete auf dem Tisch meines Vorgesetzten, der mein Verhalten und diesen Screenshot überhaupt nicht witzig fand und gegen mich Ermittlungen angestrengt hat, weil ein Dienstvergehen im Raume stand, er mich eigentlich sogar von meinem Dienstposten als Bataillonskommandeurin ablösen wollte im Jahr 2019 und am Ende mir aufgrund seiner Ansicht nach eines festgestellten Dienstvergehens einen Verweis erteilt hat. Ich habe mich seit 2019 mit dem Beschwerdeweg und mit allen möglichen Maßnahmen gerichtlicherseits gegen diesen Verweis versucht zu wehren. Sowohl im Beschwerdeverfahren, auch vom Truppendienstgericht, auch als zuletzt vom Bundesverwaltungsgericht, hielt der Verweis stand und wurde im Grunde meinem Kommandeur recht gegeben. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass die Art und Weise der Formulierung ein wahlloses Sexualleben aufzeigt und erheblichen Mangel an meiner charakterlichen Integrität wecken würde. Ich finde, das darf und kann nicht sein. Mein Tinder-Profil hatte zu dem Zeitpunkt auch insgesamt keinen einzigen dienstlichen Bezug, sondern stellte nur meine persönliche Lebensweise, meine Beziehungsart und Weise und meine sexuellen Präferenzen in einem rein privaten Kontext zur Verfügung. Und da, es war kein dienstlicher Bezug und trotzdem wurde gegen mich ermittelt und ich wurde dienstrechtlich belangt. Es muss auch höheren Staatsbediensten gestattet sein, frei ihre Sexualität und ihre Beziehung ausleben zu können, ohne Angst vor dienstrechtlichen Konsequenzen zu haben. Das Dienstliche muss klar getrennt sein vom Privaten und darf sich nicht überschneiden. Die Befugnisse des Dienstherrn oder des Arbeitgebers in das Privatleben müssen stark eingegrenzt sein. Daher werde ich jetzt anstrengen, eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht, um hier letztendlich eine Klarstellung zu bekommen, dass dieser Verweis in den Rechten nicht haltbar ist. Und dazu brauche ich eure Unterstützung. Ein Gang nach Karlsruhe, eine Verfassungsbeschwerde, ist nicht nur zeitaufwendig und arbeitsintensiv, sondern bedarf auch sehr viel klugen Sachverstand, sehr viel juristischen Sachverstand und braucht auch finanzielle Unterstützung, um diese ganzen Arbeiten auch zu meistern. Und daher würde ich euch bitten, entweder groß oder klein, in euren Möglichkeiten uns auf dem Weg, mich und die Gesellschaft für Freiheitsrechte zu unterstützen, dass wir eine Verfassungsbeschwerde auf den Weg bringen können, um letztendlich dann doch ein gerechtes Urteil zu bekommen und die Freiheitsrechte für all uns und die Trennung von Dienst und Privat klar geregelt zu haben, auch im Staatsdienst. Dankeschön.